Willkommen zurück zu Let's Play DMC, Devil May Cry. Ja, ich wollte mich hier ein bisschen verbessern und das mache ich natürlich auch. Fertigkeiten. So, Ausweichmanöver. Ich verstehe noch nicht so ganz. Muss ich beide gleichzeitig. Engels-Ausweichmanöver. Was ist das denn? Aha. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Abrechnung, das sieht noch viel cooler aus. Das nehme ich einfach mal. So. Ich kann auch wieder Gegenstände kaufen, glaube ich. Ja, zumindest einen kleinen Lebensstern. Den kaufe ich auch gleich mal. Einfach nur so sicherheitshalber. Und dann kann es auch schon wieder weitergehen. Genau, diese Tür habe ich jetzt aufgemacht. Das heißt, hier... Da geht es jetzt durch. Was auch immer das hier sein soll. So, hier ist nichts zu sehen. Ah, ich habe einen Schlüssel. Sehr gut. Na komm. Zap. Das mache ich mal auf. Na gut. Hier gibt es irgendwie nichts. Dann gehe ich mal die andere Seite lang. Mal gucken, was ich hier finde. Aha. Ah, Spinnen. Also, was ist das denn? Oh, sehr gut. Noch einen kleinen Lebensstern. Das macht mir die Sache natürlich viel sympathischer. Was habe ich denn hier? Ist hier irgendwas? Zack. Okay, das konnte ich kaputt machen, ist auch nicht schlecht. Also hier komme ich nicht durch. Oh, toll. Na, sehr gut. Dann rotieren wir hier mal ein bisschen. Au! Junge! Zack, 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 zack. Zack, zack. Na komm. Na, so will das nicht. Na gut, ich probier's einfach mal so. Damn. Zap, zap, zap. So, oh, du schon wieder. Der Typ mit der Kettensäge. Okay. Bam. Und den gibt's auch noch hinterher. Zack. Mit der Axt. Oh, komm näher. Ah. So, mal gucken, was wir hier noch Schönes drin haben. Was ist das da? Da ist irgendwas so an der Wand. Okay, holen wir uns hier mal die komischen Steinchen. Was ist das denn da? Zack. Oh, cool. Voll Lebenspunkte. Chip. Gehen wir mal hier hoch. So, gucken wir uns hier nochmal um. Hier haben wir wieder nix. So. Sehr gut. Bam. Zack. In your face. So, Pflanzen, die ich nicht zerstören kann. Wieso sollte ich auch Pflanzen zerstören? Bin ja immerhin hier kein Landschaftsgärtner. Gucken wir uns mal hier nochmal um. Oh, stimmt. Dass ich die auch mal wieder übersehe. Okay. Da kann ich auch nichts machen. Ah, okay. Hopp und hopp.
Und. Kabam! So. Noch ein heiliger Gral? Na, das ist ja eine coole Situation hier. Na? Oh. Mal gucken, was für eine coole Fähigkeit ich jetzt schon wieder bekomme. Ich hab dich nicht in Hilfe gebeten. Ewig langer Flashback. Ab durch Stargate. Yay. Rotieren. Okay, da bin ich. Oh, oh, oh. Engelschub. Okay. Mit L2 und X kann ich Luftschub. Hä? Befördert Dante vorwärts, solange er sich in der Luft befindet. Okay. Ah ja. Ah ja, sehr gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Halte während des Sprungs. Ah ja. Ja, 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 ja. Haha, es funktioniert auch mit Doppelsprung. Höp, höp. Und hui. Verwende einen Schub gegen Ende des Sprungs, um einen größeren Abstand zu überwinden. Gegen... Ah ja, ja, natürlich. Hopp und hopp und... Summ. Na, was geschieht hier? Wo muss ich denn hier lang? Halte 2 gedrückt, um Schub zu verlängern. Ah, ah, aha. Okay. Ich probiere es einfach mal. Jawohl. Ipkorn fliegen. Nein, das war jetzt... Okay, alles klar. So. Und juh. Naja, so in der Art. Muss ich erst nochmal lernen hier? Schipp und juh. Jetzt aber. Und schipp und... Nein, das hat auch wieder nicht gefunzt. Na, das gibt's ja wohl nicht. Zip. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Also, zip und zip und zip und zip. So langsam kriege ich's hin. Jetzt habe ich's verstanden, was hier abging. Ja, das war schon nicht gerade sehr einfach. Muss ich zugeben. Achso, da muss ich jetzt. Boah, kranker Scheiß. So, also. Hopp und hopp und... Na, falsche Tastenkombination. Und hopp und hopp und... Zip und jetzt hab ich's. Oh, nein! Oh, ich krieg's immer wieder. Okay, also, hier bin ich. Gut. Also, hopp, hopp und hopp. Und hopp und hopp. Ja. Ist echt nicht einfach von der Steuerung. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Tausende an Tastenkombinationen, die man hier machen muss. Versucht man den Feind zu täuschen und du wurdest getäuscht.
Haben Vergangenheit und längst ohne Grund verschleiert. Das war dein Zuhause. Bisschen strange. Okay, Pathos. Fliegende Ratten. So. Na gut. Dann gucken wir uns das hier mal an. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Zip. So, dich habe ich auch. Und du bist der Nächste. Zap, zap. Hui. Au. Der hat besessen. Na, mal gucken. Bam. Bam. In your face. Und nochmal ein hinterher. Ratterpeng. Na, der hat auch besessen. Das ist doch schön. Bin auf dem Weg. Gut, jetzt muss ich den gesamten Weg, glaube ich, nochmal zurücklaufen. Was ist das denn da? Achso, ja, natürlich. So, wo sind die jetzt hier? Ja, das hat funktioniert. Wahrscheinlich hätte ich aber in die andere Richtung gemusst. Oder auch nicht. Achso, da ist eine Seele. Gut, ich probiere es einfach mal in die Richtung. Nochmal. Ah ja. Okay. Da haben wir auch was. Achso, da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Ach doch, natürlich komme ich da hin. Ich muss nur... Jupp. Genau. Den gedrückt halten. Und... Ja. Naja, so eine Art. So, haben ein paar Lebenspunkte geholt. Komm, das Ding kriege ich auch noch auseinandergerupft. Okay, das hat funktioniert so auch nicht. Nö, irgendwie auch nicht. Na gut, dann holen wir das Ding hier zumindest nochmal. Also, wo muss ich denn jetzt hier lang? Also, das hat ja zumindest schon mal ganz gut so funktioniert. Hopp, und dann bin ich hier oben. So, dann kann ich hier lang, da lang. Da komme ich locker mit Doppelsprung und ja, so etwas in Art hin. Mann, 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 Mann. Schwierig. Erstmal, man muss hier irgendwie erstmal versuchen, diese gesamten... Ich könnte natürlich auch... So, gucken, ob ich das hinkriege. Och Mann. Nicht genug silberne Schlüssel. Was kann ich denn da machen? Nö, das war's nicht. So irgendwie auch nicht.
kann ich denn diese komische Seele, die sich da oben rumquält, auf die Art und Weise holen? Nö. Kann ich sie erschießen? Nö. Aber irgendwie will ich diese Seele haben. Das ist auch nur durch die Gegengerolle. So, jetzt bin ich zumindest schon mal hier oben. Na gut, an dieser Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn!